Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hassprediger, das war der Titel, dem Frank-Walter Steinmeier für Donald Trump einfiel. Einen notorischen und pathologischen Lügner nannte ihn Friedrich Merz hier im Europaausschuss des Landtags. Und der Mann ist immerhin in der CDU, der kennt sich mit solchen Dingen aus. Den meisten sind wahrscheinlich die Bilder eines blasiert lachenden Bundesaußenministers Heiko Maas aus der UN-Vollversammlung in Erinnerung, als der damalige US-Präsident Donald Trump vor den Folgen der idiotischen deutschen Energiepolitik warnte, insbesondere was die einseitige Abhängigkeit von Russland angeht. Aber wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Und im Januar haben wir hier noch über die Partnerschaft zwischen NRW und Pennsylvania gesprochen und ich habe Ihnen von hier aus angekündigt, dass der Staat Trump wählen wird und ich ihm ganz viel Erfolg dabei wünsche. Die Reaktion von Herrn Leminski, unserem CDU-Minister für Europa und Internationales, ich zitiere, wenn Herr Tritschler hier für die AfD von diesem Rednerpult aus Donald Trump gratuliert und davon spricht, dass sich die Personen auf der Regierungsbank Regierung nennen, erinnert mich das doch sehr frappierend an manche Ereignisse in den USA, die zum Glück vielen Menschen die Augen geöffnet haben, wes Geistes Kind Donald Trump ist, wer solche Freunde hat. Zitat Ende. Und Herr Leminski, ich habe gerne solche Freunde. Sie sollten sich allerdings mal umschauen, ob Sie noch so viele Freunde auf der Welt haben, wenn es so weitergeht. Danach vermerkt das Protokoll übrigens noch Beifall von CDU, SPD, Grünen und FDP. Und das ist es eben, meine Damen und Herren. Wenn bei Ihnen von deutsch-amerikanischer Freundschaft die Rede ist, dann gilt das offenbar immer nur dann, wenn Ihre Gesinnungsgenossen dort den Ton angeben. Dann gilt das offenbar nur, wenn dort Politik gemacht wird, wie Sie sie auch hier machen. Mehr Regulierung, weniger Freiheit, weniger Meinungsfreiheit, mehr Globalismus und nicht zuletzt ein Weltpolizist USA, der sich und seine Verbündeten in einen sinnlosen und teuren Krieg nach dem anderen verwickelt und diese Agenda ganz auf der Welt zu verbreiten. Eine Freundschaft aber, die an Bedingungen knüpft ist, meine Damen und Herren, ist keine echte Freundschaft. Wir glauben nicht, dass Donald Trump irgendein deutsches Problem lösen wird. Für ihn gilt das, was für uns von der AfD gilt und was für jeden anderen Politiker auf der Welt gelten sollte, aber zumindest hier in Deutschland leider nicht gilt. Mein Land kommt zuerst. Wir haben aber auch noch nie und von irgendeinem US-Präsidenten erwartet, dass er unsere Probleme löst. Das wäre dann Ihr Job, meine Damen und Herren, von den Altparteien. Und da haben Sie eben seit Jahren und Jahrzehnten kläglich versagt. Und man kann froh sein, dass diese Erwartungen jetzt gedämpft sind. Denn es ist mehr als ungesund, dieses alte Verhältnis zwischen Deutschland und USA. Wir sind keine Vasallen Washingtons und wir wollen es auch nicht sein. Charles de Gaulle hat es mal sehr treffend gesagt. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und in unserem Interesse kann die Wiederwahl Donald Trumps durchaus sein. Und ich will das mal an drei Beispielen festmachen. Erstens, Donald Trump wird den Krieg in der Ukraine nicht im Interesse eines militärisch-industriellen Komplexes auf ewig durchfechten bis zum buchstäblich letzten Ukrainer. Ich weiß nicht, ob er es ganz so schnell schaffen wird, wie er es angekündigt hat, aber er wird ihn beenden und damit unzählige Menschenleben retten. Da bin ich zuversichtlich. Und auch wenn ihm das wahrscheinlich ziemlich egal ist, wird er damit mehr für die Gesundung der deutschen Wirtschaft tun, als Sie alle zusammen, meine Damen und Herren. Zweitens, er wird, das ist angesagt, das Pariser Klimaabkommen kassieren. Ich glaube zwar, dass Sie alle gemeinsam mit Ihren Freunden in Brüssel verblendet genug sind, um mittelfristig weiter mit gutem Beispiel voranzugehen, ohne dass Ihnen irgendjemand folgt. Aber die Bürger werden das auch bei uns nicht ewig mitmachen. Und Sie wissen auch, wen Sie wählen können, wenn Sie das beenden wollen. Auch davon wird unser Wohlstand profitieren. Drittens, Donald Trump wird, das hat sein Vize gerade angesagt, nicht dabei zusehen, wie Sie die Meinungsfreiheit im Internet, insbesondere auf US-amerikanischen Plattformen wie X, weiter schleifen, um die eigene Macht zu erhalten. Und damit wird er auch noch mehr für die Demokratie tun in Deutschland, als Sie es je getan haben. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit, seine Wahl bringt Herausforderungen für Deutschland. Möglicherweise werden die Zölle für deutsche Exportgüter wie Automobile angehoben. Und ich würde mir wünschen, wir hätten eine Regierung und eine EU-Kommission, die einigermaßen auf Augenhöhe mit Donald Trump verhandeln könnte, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Sehr, sehr unglaubwürdig ist es aber, wenn ausgerechnet jetzt die Grünen, die CDU und ihre anderen Vorfeldorganisationen darüber Krokodilstränen vergießen.
Sie machen doch seit Jahren alles, aber wirklich alles, um die deutsche Industrie herunterzuwirtschaften. Und man muss es Ihnen lassen, zumindest da haben Sie ziemlich viel Erfolg. Wenn Sie in Sorge um unsere Wirtschaft sind, meine Damen und Herren, dann senken Sie die Steuern, senken Sie künstlich in die Höhe getriebene Energiepreise, schaffen Sie sinnlose Sanktionen ab, die den Sanktionierten offenbar weniger schaden als uns selbst, dann müssen Sie auch keine Angst mehr vor US-Zöllen haben. Aber in Wahrheit ist es ja auch das gar nicht, was Ihnen Sorgen macht. Sie haben Angst vor einer wirklichen Zeitenwende. In einem Land nach dem anderen fällt das woke Establishment. Wir haben es gesehen in Italien, in den Niederlanden, in Schweden, in Ungarn, in Österreich und jetzt eben auch in der Führungsmacht des Westens. Der woke Zeitgeist ist nicht mehr der Zeitgeist und irgendwann, das ist immer so, kommt jeder Trend aus den USA auch in Deutschland an. Und glauben Sie mir, wir freuen uns drauf, meine Damen und Herren. Und deshalb schließe ich, wie sich an so einem Tag gehört, Gott schütze den 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Vielen Dank.